Willkommen zurück auf unserem Kanal. Wir sind Mille und Sebi und wie ihr seht, sind wir dieses Jahr nicht mehr zu zweit unterwegs, sondern zu dritt. Das ist Lia. Lia ist ein Straßenhund aus Chalkidiki, also daher, wo unsere Reise letztes Jahr geendet hat. Sie begleitet uns ab jetzt und wir sind ganz doll glücklich, dass sie jetzt Teil der Family ist. Vielleicht erratet ihr ja schon, wohin es uns diesmal wieder verschlagen hat. Wir sind zurück in unserem Lieblingsland, in dem wunderschönen Schweden. Das Land der einsamen, weiten Wälder, der gigantischen Seen und noch gigantischeren Mücken. Hier hat unsere allererste Camperreise mit Olaf damals gestartet. Und wir konnten es einfach nicht erwarten, diese Landschaften wieder zu erkunden. Willkommen in einem neuen Schweden-Abenteuer. Damit willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr ja gerade schon gesehen habt, sind wir wieder in Schweden. Stopp, Kurzunterbrechung aus der Schnittzentrale. Es tut mir wirklich mega leid, aber leider war in der ersten Vlogging-Woche die Kamera irgendwie falsch eingestellt, beziehungsweise der Autofokus, weshalb ihr noch ein paar Aufnahmen von mir out of focus sehen werdet. Es tut mir wirklich mega leid, aber es lohnt sich, wirklich dran zu bleiben. Also genießt einfach die scharfe Sicht auf den schönen Fluss hinter mir und viel Spaß beim Rest des Videos. Wir haben letztes Jahr im September Schweden verlassen. Wir wussten aber, dass es uns sehr schnell wieder hier hintreiben wird. Wir sind jetzt knapp vor einer Woche in Deutschland losgefahren. Von da aus sind wir dann zu unserem ersten Nationalpark gefahren, und zwar dem Storemos-Nationalpark. Den kannten wir nämlich auch noch nicht. Das ist ein Nationalpark, der, glaube ich, über 80% Moorgebiet ist. Also man läuft eigentlich fast ausschließlich über Holzplanken durch den Nationalpark. Das war wirklich sehr schön. Das war die erste große Wanderung mit ihr. Storemos hat uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. Von da sind wir dann in ein Naturreservat gefahren, weiter nördlich, das wir durch Zufall entdeckt haben. Da gab es auch einen Aufstieg zu einer richtig schönen Felswand. Und da haben wir euch natürlich auch mit der Drohne mitgenommen. Von da aus sind wir dann weiter in den Norden gefahren. An unseren ersten richtig einsamen Seestellplatz sozusagen, wo wir auch schwimmen gegangen sind. Das war wirklich sehr schön. Das war jetzt unser letzter Schlafplatz, bevor wir hier hingefahren sind. Da haben wir jetzt 2-3 Tage gestanden und einfach mal so richtig schön Natur am See genossen, schwimmen gegangen, den Sonnenuntergang angeschaut, und das war wirklich ein richtig toller Stellplatz. Ja. Und von da aus wieder in den Nationalpark fahren, hier in den Fähre-Björn-Fähre-Nationalpark. Ich finde den Namen sehr schwer. Ja, da wurde jetzt leider nichts draus, weil hier, seht ihr, ist die Wandermarkierung. Der Weg würde eigentlich hier und dann da weiterlaufen. Da hinten ist auch ein Schild, aber es steht alles wirklich super tief unter Wasser und auch nicht nur ein bisschen, sondern wirklich seetief. Jetzt wissen wir auch, warum der Parkplatz so leer war. Naja, wir versuchen jetzt mal, die Route andersrum anzufangen, und dann drehen wir auf der Hälfte einfach um. Vielleicht ist ja da irgendwie ein begehbarer Weg möglich. Okay, wir sind den Weg jetzt andersrum gelaufen, aber leider, wie ihr seht, hier würde der Weg jetzt eigentlich lang führen. Darum steht es auch komplett unter Wasser, also wirklich seehoch. Sonst wären wir da echt einfach durchgelaufen.
Aber ich glaube, da würdest du safe bis zu der Wade oder so im Wasser stehen. Ja, wir hatten uns eigentlich für heute den Fernebo-Fjärdins-Nationalpark vorgenommen. Das ist ein kleiner Nationalpark in Südschweden noch, aber oberhalb von Stockholm schon, der an einem riesengroßen reißenden Fluss entlang führt, also sich da so drumherum wendet. Aber ja, wie ihr gerade gesehen habt, fällt das dann tatsächlich ins Wasser. Das hatten wir noch nie in Schweden. Es fällt ins Wasser. Und zwar tritt der Fluss komplett über die Ufer über und macht quasi die kompletten Wanderwege platt. Also da steht wirklich wadenhoch das Wasser. Minimum, wenn nicht kniehoch. Die können wir nur mit einer Regenanzugshose, so einer und Angelhose. Vielleicht. Nee, Gummistiefel wäre schon zu tief, das Wasser. Ja. Von den Mücken her haben wir uns gut vorbereitet. Wir sind ein bisschen zu warm angezogen. Lange Hose, langes Oberteil ist eigentlich ein bisschen zu warm für heute. Aber wir haben in den Kommentaren schon gelesen, dass hier unfassbar viele Mücken. Ja, wir sind hier nicht allein unterwegs, deswegen zieht mich mal eben jemand weg. Dass hier unfassbar viele Mücken sein sollen bei diesem Stellplatz. Wirklich überall stand es bei Google, bei Park4Night. Nehmt unbedingt Spray mit, bla bla, haben wir uns auch gedacht. Sind komplett eingesprüht und lange Sachen an. Am Parkplatz war es richtig krass. Aber wenn man jetzt hier so steht, geht's. Also mir fliegt jetzt keine Mücke ins Gesicht oder so. Ja, wir haben uns halt auch geht. Gut eingesprüht. Komplett eingesprüht. Ja. Also den ganzen Körper von oben bis unten. Ja. Auch weil die halt auch durch die Hose durchstechen und so, aber bisher habe ich keinen Stich. Und ja, wir schauen uns jetzt, glaube ich, einfach hier nochmal, kann man noch so ein bisschen hochlaufen, den Weg. Ja, an der Straße nochmal halt. Nochmal den Fluss an und werden uns dann für heute irgendwo noch einen Schlafplatz suchen. Aber leider waren die Wege jetzt hier nicht passierbar. Wir haben uns schon gewundert, warum der Parkplatz so leer war. Und manche ein Autos sind auch immer von 5 Minuten gefahren. Wieso? Ja. Die haben eine kurze Runde gewählt. Wir haben gedacht, dass die wegen den Mücken wieder abhauen. Aber ja, die Lia will jetzt auch weiterlaufen und wir gehen jetzt mal ein Stückchen in die Straße. Bis später! Thank you.
Guten Morgen. Wir sind heute an diesem schönen Stellplatz hier aufgewacht. Wir haben uns gestern nach dem Nationalpark auf diesem Platz hier ausgesucht. Ist wirklich sehr schön, aber für uns war das jetzt wirklich nur zum Schlafen. Wir haben hier aber gestern noch ein Feuer gemacht, das war total schön und haben da auf dem Feuer gekocht. Aber für uns geht es jetzt weiter. Uns kribbelt es nämlich in den Fingern. Wir möchten jetzt weiter in den Norden. Wir hatten ursprünglich gesagt, wir fahren nur nach Südschweden. Irgendwie haben wir jetzt doch keine Lust, wirklich nur an Seen zu stehen und zu chillen, sondern wir wollen mehr in die Wildnis. Wir wollen weiter nach oben. Wir wollen mehr dahin, wo es ein bisschen leerer wird. Deswegen geht es für uns jetzt ein gutes, großes Stück weiter nach oben Richtung Skuleskogen Nationalpark, also weiterhin an der Ostküste hoch. Wir waren schon im Skuleskogen letztes Jahr. Kann ich euch hier auch mal einblenden, das Video. Wir wollen wahrscheinlich nicht in den Skuleskogen, wir wollen mal schauen. Wir fahren jetzt etwas unterhalb in ein Naturreservat, das sehr schön aussah. Und schauen einfach mal, was der Tag so bringt. Wir wollen aber nur 2 Stunden am Stück fahren, wegen Lia. Und die Strecke sind so 4 Stunden, deswegen machen wir es wahrscheinlich so, dass wir 2 Stunden fahren, dann eine große Pause machen und dann nochmal 2 Stunden fahren. Mücken sind, wenn man in die Wälder reingeht, in das Moos, sehr viel am Start. Aber hier jetzt kann ich ganz entspannt stehen und ist alles gut. Wie gesagt, Wetter, 21 Grad, Sonne, Topwetter. Aktuell auch noch weiter oben. Wir sind sehr gespannt, was uns heute so erwarten wird. Wir freuen uns ganz doll auf den Norden. Also wir fahren ja nicht nach Nordschweden, aber wir fahren schon ins nördlichere Mittelschweden, würde ich sagen. Und genau, dann geht's jetzt erstmal los. Ja, Lierchen. Hallo. Wo ist die Mama? Ja.
Ja, hallo zusammen. Ich melde mich noch einmal kurz zu Wort. Wir sind jetzt gerade noch mal auf eine abendliche Kurzwanderung aufgebrochen. Ich habe nur Sandalen angezogen, weil wir eigentlich gedacht haben, wir machen einen Abendspaziergang, aber irgendwie ist jetzt doch wieder eine Wanderung draus geworden. Und zwar gibt es hier an unserem Stellplatz unterm Skuleskogen, der Ort heißt Nordingra und Nordingran. Hier hatte gerade die Drohne, Sebi fliegt gerade die Drohne. Gibt es einen Berg, einen kleinen Berg, eigentlich nicht so klein. Und sind wir relativ schnell auf einen Wanderweg gekommen von unserem Stellplatz aus. Wir mussten zwar ein bisschen länger laufen, als die eigentliche Wanderung ist, aber sind dann auf eine richtig schöne Wanderroute gekommen und sind auf diesen Omniberget, heißt der glaube ich, drauf gewandert. Und das Coole ist, wir sind zum ersten Aussichtspunkt gewandert. Da hat man dann schon so eine mega schöne Aussicht gehabt. Die schöne Aussicht über einen See oder die Seen und die Berge gehabt. Und wenn man dann noch einen Aussichtspunkt weitergelaufen ist, können wir jetzt von hier gerade, wo Sibi jetzt gerade mit der Drohne aufnimmt, sowohl die Seen auf der rechten Seite sehen, als auch links bis zur Ostsee schauen. Und das sieht so schön aus. Hier ist auch so ein richtig cooles Shelter und so eine Gipfelfahne sozusagen. Und ja, hier sind wir gerade drauf gelaufen. Die Höhenmeter waren so ein bisschen wie in Lofoten, also nicht viel Weg, dafür sehr steil. Also schneller Anstieg, man ist relativ schnell oben. Und ja, jetzt fliegt Sebi hier gerade noch ein bisschen Drohne. Und Lea und ich warten hier. Lea macht es mittlerweile eigentlich schon ganz gut. Die ist zwar dann immer ein bisschen gestresst, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, beobachtet sie auch gerade die Drohne. Aber sie ist halt schon aufgeregt, wenn sie die Drohne sieht, aber im Vergleich zum Anfang ist es echt okay. Sie gerät jetzt nicht direkt in Panik oder so. Also sie muss sich nach und nach dran gewöhnen. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, 7 Uhr oder so bestimmt mittlerweile. Und wenn Sibi jetzt die Aufnahmen gemacht hat, dann wandern wir wieder runter und kochen uns da auch was Schönes. Und ja, insgesamt haben wir es echt richtig gut getroffen mit diesem Naturreservat hier. Das ist ganz cool, weil letztes Jahr haben wir wirklich ausschließlich eigentlich die Nationalparks uns angeschaut und jetzt klappern wir auch so ein bisschen die Naturreservate ab. Gibt es ja auch super viele hier. Und es lohnt sich so krass immer wieder. Und ja, wir sind echt super happy hier gerade. Und können wir euch auf jeden Fall mega, mega ans Herz legen hier, das Naturreservat. Und auch diese Wanderung ist super schön. Also es hat schon fast was vom Skuleskogen, also dem Nationalpark hier drüber, der ja wirklich immer sehr voll ist. Und es hat schon total was davon.